Ja, ja. Rinella übernimmt tatsächlich die Kontrolle, oder? Glaubst du, sie wird, du weißt schon, ihren Clan anführen? Ich glaube, meistens tun das zwei. Aber sie sieht aus, als könnte sie ihren Beitrag leisten. Ganz sicher. Sie können vielleicht das Land zerstören. Nein, im Ernst. Aber nicht einfach die nackten Hände ins Moos und fühlst es. Wir müssen etwas besprechen. Als wäre da irgendwas. Oder irgendwer. Und dieses Moos ist ganz sicher nicht, du weißt. Marissas nächster Bohrturm wird viel Land zerstören. Worauf warten wir dann noch? Durchbrechen wir ihre Tore und schnappen uns diesen Winzling. In die Basis kommt keiner rein. Die Ikran sind der Tod von oben. Seht ihr die Türme? Sie schießen uns vom Himmel. Denkt ihr, dass nicht einmal die Seswa das Lager stürmen können? Mein Volk weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. In der Einheit liegt die Kraft. Aranahe, Seswa, Kametire und Sarentu. Wir können die Basis nicht frontal angreifen. Aber Mirsa hat einen Schwachpunkt. Priya? Mirsa hat eine neue Technologie. Seht ihr diese Sensoren? Das ist ein Sonarverteidigungssystem. Klingt gruselig und ist es auch. Ist aber auch ungeschützt. Eine Schwachstelle. Wie dumm, oder? Wenn jemand hochfliegt und sie manipuliert, kann Alex sie hacken. So können wir den Bohrturm lahmlegen. Die kenne ich. Ich übernehme das. Dann fliegen wir mit dir. Danke, aber das ist nicht nötig. Je weniger Leute, desto besser. Und wenn du scheiterst? Haltet eure Leute bereit. Das wird ein langer Flug. Bereite deine Ikran vor. Sie wird alle Kraft brauchen. Die RDA überwacht sicher die Sensoren. Triff zuerst alle Vorbereitungen, okay? Und sei einfach kampfbereit. Ich weiß, das bist du. Aber nur für den Fall. Erst das Hauptquartier. Nun die Bögen. Was kommt als nächstes? Sie benehmen sich wie kleine Kinder, die aus Wut Sandburgen zusammentreten.
Die Wurzeln bilden eine Art Nervennetzwerk, richtig? Alexander meinte so in etwa, ja. Dass all diese Impulse einfach über die gesamte Oberfläche dieses Mondes fließen. Echt schräg, auf einem großen Hirn rumzulaufen. Die Sessua müssen sich gedulden. Ist gerade alles knapp. Was darf es heute sein? Ein guter Look ist nie falsch. Was darf es heute sein? Ein guter Look. Nie falsch. Die Sessua sind bestimmt außer sich. Diesmal hat Mercer es wirklich versaut. Starkes Zeug, klar. Aber ich würde gern probieren. Sessua-Käse? Ich glaube, Solek ist... Sauer auf mich. Ah, so schaut er doch immer. Nein, im Ernst, ich habe seinen Bogen bewegt. Nur ein bisschen. Und er hat was gesagt, was ziemlich sicher nicht, naja, danke hieß. Hier, meine Waren. Lass dich nicht erwischen. Sie können vielleicht das Land zerstören, aber nicht die Sessua. Storm. Ja.
Ja, ja. Laut und deutlich, Alex. Ausrüstung bereit zum Hacken des Netzwerks. Sobald du das Signal stören kannst. Und wir haben extra Munition dabei. Schicke dir die Koordinaten. Es ist wunderschön hier. Die Blumen leuchten so kräftig. Wie gerne würde ich meine Maske abnehmen, damit ich sie riechen kann. Ich muss später wiederkommen und mir welche holen. Fliegen wir! Ja. Ja! Wow! Oh.
Ja. Schwester des Winds. Dein Leiden hat ein Ende. Deine Seele ist bei Ewa. Ja! Ha! Rignella? Sie ist tot. Bist du okay? Ich weiß nicht. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Sie hat nicht gezögert, das hat geholfen. Aber jetzt... Priya sagte, die Menschen machen das ständig. Probleme lösen, die sie selbst verursacht haben. Ihr Plan ist, schießen, vergiften, abhacken. Und sie fragen sich nie, warum das nötig wurde. Sie dürfen Pandora nicht zerstören wie ihre eigene Heimat. Ich schick dir was. Vielleicht kannst du ihre Reise und ihren Kampf so würdigen, damit wir Schwarzer Wind nie vergessen. Yeah.